Tja Leute, in diesem Video wollte ich mal den Duke auspacken. In der Classified Retro Variante. Also Classified Figurengröße, ne? 6 Zoll, 15 cm, aber in der Retro-Variante als Cardboard, so wie früher die Cardboards waren. Ja, also hinten auch so mit einer Karte zu den Eigenschaften bzw. Hintergründen der Figuren war immer drauf. Ja, und vorne halt mit so einem kleinen Fenster auf der einen Seite und das Artwork auf der anderen Seite. Ja, so wie früher, sage ich mal, bei Sarana, das war die internationale G.I. Joe Heroes Variante mit den 3 3/4 Zoll Figuren, die da drin waren. Ja, das heißt, wie viel Zentimeter? Fast 10 Zentimeter waren das etwa. Ja, und da gab es auf der Rückseite ja auch immer diese Beschreibung von der Figuren. Hier in Englisch halt, die internationale Variante, da gab es halt auch, glaube ich, sogar teilweise Deutsche. Aber die Deutschen waren abgewandelt. Genau wie ursprünglich auch die britischen. Nur bei Britischen hat man sich irgendwann nicht mehr die Mühe gemacht, weil man die Firma von den Briten übernommen hat, ganz von Hasbro quasi oder von Fun School, der Lizenznehmer. Und dann, gut, ist eine andere Geschichte. Dann hat man einfach nicht mehr angepasste Geschichten gemacht zu anderen Figuren, sondern die Figuren von Amerika langsam rübergebracht. Genau. Hier seht ihr von dem Original, amerikanischen, von Sarana, die Beschreibung quasi. Ich ausgeschnitten habe, ne? Ich habe die immer hinten genommen und habe die ausgeschnitten, weil ich da nicht das ganze Cardboard mir behalten musste. So haben es viele aber auch gemacht damals. Viele Sammler legen aber Wert darauf, dass man das irgendwie behält. Und ich sehe gerade hier unten, da ist eine Ecke, da kann man das irgendwie aufmachen. Weil normalerweise geht man dran und versucht, dass das Plastik von einem Cardboard langsam runterzuschneiden, wie bei den Mutu, der Master of the Universe. Hier ist es aber im Karton mit drin. Man merkt ja auch, dass der ganze Karton viel stabiler ist als die Mutu-Variante, auch wenn es nicht hier so sauber geklebt ist. Genau, wir versuchen das jetzt einfach mal hier unten aufzumachen irgendwie. Bevor wir das machen, Fun Fact übrigens, diese Retro-Figuren in den 10 cm Größen gab es ja auch, oder gibt es auch noch teilweise, ne? Da bei dem Duke war auch diese Beschreibung hier dabei. 5 verschiedene Sprachen, ne? Ich glaube, dieselbe Beschreibung ist das hier auch. Ja. Wenn man das vergleicht, müsste das doch ziemlich gleich sein. Ja, hier ist ein kleiner Übersetzungsfehler. Rolle First Sergeant. Primär Spezialgebiet Luftlandinfanterist. Haben Sie hier Rolle Hauptfeldwebel, natürlich. Primäres Spezialgebiet zur Luft beförderte Infanterist. Ja, kann man hier mal direkt im Vergleich dann lesen, sehen, wenn es nicht spiegelt. So, ich habe da ein kleines Messerchen. Mit dem werde ich versuchen, mich nicht zu schneiden. Und das vorsichtig zu trennen. So, und da bin ich aber auch nicht viel weiter als vorhin. Weil, wie bekommen wir das jetzt auf? Liebe Freunde. Da muss ich doch irgendwie dazwischen und raushebeln. Und damit macht man das Cardboard wieder kaputt. Ne? Das ist irgendwie verhext. Oder ich muss es einfach aufschneiden und alles rausnehmen. Scheinbar muss ich es hier
lang schneiden. Okay. Standfuß. Die meisten von euch haben gesehen, dass die Figuren Löcher in den Füßen haben, sozusagen. Ne? Hier steht übrigens drauf 2024 in der Hasbro Made in China. Und hier ist so eine laufende Nummer von der Figur. Genau. Jetzt kommt man das Ganze anfriemeln und ihn dann dahinstellen. Der Name steht leider nicht drauf. Es ist also so ein, ich sag mal, mehr oder weniger 0815 Standfuß jeder Figur mitgegeben, damit man die beliebig untereinander austauschen kann. In dieser 10 cm Retro-Variante, da standen noch die Namen der Figuren drauf. Wahrscheinlich eher so rum. Ihr seht, muss man es erstmal hinbekommen. Ach, die Schlawiner. Nicht ganz so stabil, die Waffe, ein bisschen gummiartig. Ist ja die Frage, wo er das Messer hinmacht, da unten. Stiefelmesser. Und die Pistole. Kann hier relativ sanft, sage ich mal, die Hand rausnehmen. Und die richtige Hand natürlich vorausgesetzt reintun. Dann hat er hier die Frage, yo, Joe, ne, so. Die große Wumme vielleicht. Klappspaten, cool. Wäre super, wenn man den noch rausnehmen könnte. Wenn das nicht angegossen wäre, sondern so ein Gegenstand, den man da verfrachten kann. Mit den Rucksackteilen ist es immer so eine Sache. Mit den Gurten und alles, das hält manchmal nicht so gut. Und jetzt keinerlei Verbindungen mehr, um irgendein Gewehr dran zu machen, weil ich das sehen kann. Wunderbar. Helm sitzt. Das ist der Duke.
So, so viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis dann.